Inzwischen an Bord der Cajun Queen. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Scaly Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden hat. Heißrichtung in Frotik Bay. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich hab was zu erledigen! Ein ausgewachsener Bullenhai. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Das Muskelwunder zieht souverän durch sein nasses Reich. Die Zähne des Raubtiers werden komplett zur Schau gestellt. Verhält sich eher wie ein Fuchshai, wenn er seinen kräftigen Schweif so kreativ einsetzt. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Der große Fisch taucht in den Ozean hinab. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel.
dass Haie, Weichtiere, Fische und Robben fressen. Weniger wird behandelt, dass sie auch gern von anderen zehren. Für den Menschen ist das Meer eine Arena voller unsichtbarer Gefahren. Es muss betont werden, dass diese Art von gezielter Gewalt für einen Hai recht ungewöhnlich ist. Dieser Hai braucht mal einen Klaps auf die Schnauze. Schnapp ihn dir, Jack! Diese Zähne! Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen! Gleich gibt's ab! Sehen wir sie an Deck, oder? An Bord der Cajun Queen überprüft Scaly Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai, nicht der, den ich gesucht habe. Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal an. Sie ist noch am Leben. Hallo! Wie geht's denn deiner Mutter? Wow! Warum hast du das getan? Wenn ich dich beim nächsten Mal erkenne,
wenn ich sie aufspieße. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera... Großwildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt. Immer daran denken. Beim Bau eines Friedhofs sind gefährdete Küstengebiete zu vermeiden. Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Schildkröten sind vielen Bedrohungen ausgesetzt, einschließlich der Zerstörung von Lebensräumen, der Jagd für den Verzehr und des illegalen Dopings bei Schildkrötenrennen. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Dieser Hai weist ein Verhalten auf, das eher typisch für Wale und Delfine ist. Er kann den Schall messen, um potenzielle Beute zu orten.
riesige Raubtier empfindet den Wels als knusprig, saftig und zart. Das Überjagen von Bonnys bekanntesten Raubtieren hat zu einer Überfülle von Welsen geführt, was dem gattlichen Rüpel Rosie dem Alligator sehr gelegen kommt. Zackenbarsche sind in der Lage, extrem viel Wasser aufzunehmen, um Beute aufzusaugen. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet.
verletzt, was ihn zwingt, sein Leben zu überdenken und in der Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen. Was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere.